Aufgabe P2.3. Die Parabel P schneidet die x-Achse in den Punkten a 0, 0 und b 3, 0. Diese Punkte liegen zusammen mit Punkten cn, die auf dem Parabelbogen zwischen a und b liegen, Dreiecke ABCN fest. Im Dreieck ABC1 hat der Winkel BAC1 das Maß 42 Grad. Zeichnen Sie das Dreieck ABC1 in die Zeichnung zu 2.2 ein und berechnen Sie sodann die Koordinaten von C1. Das Einzeichnen sollte kein Problem sein. Die Koordinaten von A mit 0, 0 und B mit 3, 0 haben wir gegeben. Also liegt hier der Punkt A und hier liegt der Punkt B. Weiter ist gegeben, der Winkel BAC1 hat das Maß 42 Grad. Das ergibt also hier seinen Punkt C1. So, jetzt geht es aber weiter mit den Koordinaten von C1, die sich wie folgt am einfachsten berechnen lassen. Und zwar kann man den Punkt C1 als Schnittpunkt der Parabel und einer Geraden, die durch die Punkte AC1 verläuft, sehen. A wäre zum Beispiel der erste Schnittpunkt, aber C1 dann der gesuchte zweite Schnittpunkt. Die Parabelgleichung kennen wir. Das war y ist gleich minus x² plus 3x. Und die Gerade, nennen wir es jetzt mal g, kennen wir allerdings noch nicht. Also mal die allgemeine Formel aufgeschrieben. Y ist gleich m mal x plus t. So, man muss jetzt diese Steigung m berechnen und den y-Achsenabschnitt t. Wir wissen, der Punkt A mit den Koordinaten 0, 0 liegt auf dieser Geraden. Und zudem wissen wir, die Steigung einer Geraden kann man mit Hilfe eines Winkels berechnen. Wenn wir auf Seite 12 der Formelsammlung nachschlagen, sehen wir, die Steigung m ist gleich dem Tangens Alpha, wobei Alpha der Winkel zwischen der x-Achse und der Geraden ist. Also hier der x-Achse und der Geraden. Das ist unser Winkel Alpha. Aus der Angabe haben wir auch schon das Maß dafür, nämlich genau dieser Winkel ist ja 42 Grad. Also lässt sich die Steigung m berechnen durch Tangens 42 Grad und das sind ungefähr 0,9. Runden wir auf 2 Dezimalen. So, für das y setzen wir jetzt die bekannte y-Koordinate von Punkt A ein, für das x die bekannte x-Koordinate von A. Also folgt daraus, 0 ist gleich die Steigung 0,9 mal, für x setzen wir die x-Koordinate 0 ein, plus t. Vereinfachen wir noch, 0,9 mal 0 ist 0, also folgt daraus, t muss 0 sein. Also erhalten wir für die Geradengleichung von g, y ist gleich, für m setzen wir 0,90 ein, mal x, t ist gleich 0, können wir also wegfallen lassen. Jetzt schneiden wir die Gerade g mit der Parabel p. Das schaffen wir am einfachsten über das Gleichsetzungsverfahren. Also P ist gleich G. P waren die minus x² plus 3x. Und das muss jetzt gleich sein wie die Gerade, also wie 0,9x. So, damit erhalten wir eine quadratische Gleichung. Die lässt sich wieder mit mehreren Möglichkeiten lösen. Zum Beispiel mit Hilfe des Solvers. Aufpassen, es ist eine quadratische Gleichung. Es kann also zwei Lösungen geben.
Das heißt, hier am besten mit dem Grafikserver berechnen lassen, um die zweite Lösung anschauen zu können. Es geht auch mit der Funktion Kalk und dann Intersect, wobei wir für y1 die Parabelgleichung eingeben und für y2 die Geradengleichung. So, wir gehen aber über die Lösungsformel von quadratischen Gleichungen. Die findet man auf Seite 10. Wir formen erst in die allgemeine Form um. Also minus 0,9x ist gleich 0. Fassen einmal zusammen. Und haben damit die allgemeine Form. Hier ax² plus bx plus c ist gleich 0. Wie wir sehen, c ist nicht vorhanden, also ist c auch gleich 0. So, hier könnte man jetzt auch zum Beispiel mit dem Taschenrechner die Funktion Poly, ja, man muss erst auf die Taste Tool. Und dann Poly 2 gehen. Und dafür die entsprechende Werte einsetzen. So, wir gehen aber weiter nach der Lösungsformel. Wir berechnen erst die Diskriminante. Die berechnet sich ja aus b² minus 4 mal a mal c, setzen wir ein, b ist 2,1 Quadrat und jetzt minus 4 mal a mal c, c ist gleich 0, also wenn hier kein Wert steht, ist ja automatisch, kann man sich automatisch an plus 0 denken. Also 4 mal a mal 0, irgendwas mal 0 ist immer 0, also bleibt übrig 2,1 zum Quadrat. Das ist Größe 0, also gibt es auch zwei Lösungen. Die erste Lösung lässt sich berechnen mit minus b plus Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2 mal a. Setzen wir ein, b ist 2,1 plus Wurzel aus der Diskriminante, also Wurzel aus 2,1 Quadrat, geteilt durch 2 mal a ist dieses Minus, also minus 1. Das rechnen wir aus und dafür kommt der Wert 0 raus. Für x2 minus b minus die Wurzel der Diskriminante geteilt durch 2a und das sind gleich minus 2,1 minus Wurzel aus 2,1 Quadrat geteilt durch 2 mal minus 1, das wären dann hier oben ausgerechnet minus 4,2 geteilt durch minus 2 und das sind plus 2,1. So, an dieser Stelle müssen wir kurz überlegen, welche dieser beiden Lösungen stimmt eigentlich. Wir berechnen ja gerade die Koordinaten von C1, also die x-Koordinate. Wenn die x-Koordinate von C1 0 wäre, dann würden wir sehen, der Punkt A hat ja schon x-Koordinate 0. Dann wäre also Punkt C1 gleich dem Punkt A. Aber das kann ja nicht sein. Das heißt, diese Lösung fällt raus. Das wäre also Punkt A. Bleibt für Punkt C diese Koordinaten übrig. Wenn x also 2,1 ist, nun, dann können wir die einfach einsetzen. C liegt zum Beispiel auf der Geradengleichung. Also setzen wir die x-Koordinate einfach in die Geradengleichung ein für x und kriegen damit die y-Koordinate in g eingesetzt. y ist gleich 0,9
mal 2,1 und das sind 1,89. Für den Punkt C1 folgt also x-Koordinate 2,1, y-Koordinate 1,89.